konservativ bis linksliberal. Wäre laut ChatGPT normal, dann wäre ich ein guter Demokrat. Wär für Waffen an den Zionistenstaat. Der Bundestag wär dann ein guter Ort. Doch widerstrebt mir jeder Völkermord. Kommunisten lassen die dort eh nicht rein. So werde ich wohl immer anders sein. Vielleicht bin ja auch ich hier das Problem. ChatGPT sagt, ich sei linksextrem. Die Mitte ist hier voll für Staatsräson. Ich glaube nicht, dass ich an diesen Punkt je komm. Und die Straßen und die Schulen erodieren. Doch in Waffen wollen sie jetzt investieren. Denn der Russe sei so dumm, es zu probieren, gegen NATO-Staaten hart zu eskalieren. Ich weiß nicht, ob ich da alleine bin. Doch für mich erschließt sich darin nicht der Sinn. Ich bezweifle da die Meinung deutscher Presse. Der dritte Weltkrieg lag im russischen Interesse. Vielleicht bin ja auch ich hier das Problem. ChatGPT sagt, ich sei linksextrem. Die Mitte ist hier voll für Staatsräson. Ich glaube nicht, dass ich an diesen Punkt je komm. Russland hat Italiens BIP, der Westen hat die größere Armee. Russland kann kein NATO-Land besetzen, doch wer hört schon auf die Logik, wenn sie hetzen? Die Deutschen und die Ami-Altruisten paktieren altruistisch mit Faschisten. Geopolitik, Rohstoffinteressen, marginalisiert sollen wir vergessen. Vielleicht bin ja auch ich hier das Problem. ChatGPT sagt, ich sei linksextrem. Die Mitte ist hier voll für Staatsräson. Ich glaube nicht, dass ich an diesen Punkt je komm. Während Preise und die Mieten explodieren, soll die Jugend bei der Bundeswehr marschieren. Der Großteil der Bevölkerung muss sparen, während Reiche noch nie reicher als heute waren. Die Reichen haben mehrere Billionen. Laut der Mitte müssen wir die Reichen schonen. Vielleicht denk ich das ja auch nicht ganz zu Ende. Doch hab ich Zweifel am Konzept der Zeitenwende. Vielleicht bin ja auch ich hier das Problem. ChatGPT sagt, ich sei linksextrem. Die Mitte ist hier voll für Staatsräson. Ich glaube nicht, dass ich an diesen Punkt je komm. Vielleicht bin ja auch ich hier das Problem. ChatGPT sagt, ich sei linksextrem. Die Mitte ist hier voll für Staatsräson. Ich glaube nicht, dass ich an diesen Punkt je komm.